Das Jahr ist längst vorüber, es hat wieder nicht geklappt. Es ist wie die U-Bahn, die nicht kommt, oder der Mut, den man nicht hat. Was nützt deine Stimme? Was nützt die Blessur? Du kannst mich nicht mal ansehen, in deinen Augen steht wofür. Mein Name ist Kevin Hamann, ich habe auch so einen Künstlernamen, der heißt Klick Klick Decker und ich komme aus Hamburg-Bahnfeld auch. Ich habe mir irgendwann mal so eine Geschichte ausgedacht, weil es keine Geschichte dazu gibt. Die habe ich jetzt vergessen. Es gibt keine Geschichte dazu. Klick, klick, Decker. Ich weiß auch nicht. Irgendwann fiel es mir einfach von den Schuppen. Wer hat mir auf die Schuhe gekotzt? Was inspiriert dich zu solchen Songtiteln? Zu Songtiteln inspiriert mich eigentlich gar nichts. Es ist ja nur irgendwann so, dass ich auf ein fertiges Produkt sozusagen halt Namen für die Lieder draufschreiben muss, damit ich sie unterscheiden kann und andere Leute sie auch. Und das ist dann so das Letzte, was irgendwie immer kommt, also der Titel für den Titel. Wenn sie dich fragen, wo wir waren, sag dort, wo wir nicht hingehören, da wo die Schiffe fahren. Ich schaue auch gern Castingshows, ja. Und zwar stehe ich zum Beispiel sehr auf Germany's Next Topmodel. Und jetzt die aktuelle Popstars-Staffel, habe ich auch schon eine Folge gesehen. Da ist auch, ich bin auch schon im Fanclub von einer Teilnehmerin. Ich bin schon bei Elif, genau, richtig. Ich fand sie, weiß ich auch nicht, ich fand sie irgendwie einfach nett. Und ich drücke einfach die Daumen. Also ich finde, sie ist einfach sehr, oder kam zumindest sehr natürlich rüber. Würdest du sie mit auf Tour nehmen als Support? Nein, überhaupt nicht. Nein, das ist auch mehr eher so Jux und Dollerei. Die will bestimmt viel zu viel immer essen und so und immer ihre Ruhe haben und ist überfordert mit vielen Dingen. Das ist mir zu anstrengend. Ich würde gerne mit Udo Lindenberg auf einer Bühne stehen, weil ich einfach Udo Lindenberg-Fan bin. Also bis Mitte der 80er kann ich einfach alles, was er gemacht hat, auswendig. Er ist einfach für mich einer der besten deutschen Künstler. Nicht der deutschsprachigen, aber der deutschen Künstler. Wir haben mittlerweile, wenn wir mit der Band auftreten, haben wir das Ritual, dass wir halt so diesen klassischen Kreis machen und halt uns motivieren. Das macht, glaube ich, jede Band. Und wenn ich alleine bin, dann trinke ich ein Bier vorher. Das hilft manchmal gegen die Aufregung. Aber auch nicht mehr. Wenn sie dich fragen, wo wir waren, sag dort, wo wir nicht hingehen, da wo die Schiffe fahren. Da wo die Schiffe fahren. Da wo die Schiffe fahren. Gestern war ich in Gräfenhainichen in Ferropolis, der Stadt aus Eisen. Dort bin ich vorher schon mal gewesen zum Melt-Festival zweimal, als ich da gespielt habe. Gestern war ich da ohne das Melt-Festival und es war ganz, ganz angenehm, weil man die Kräne auch mal jetzt begehen konnte und ohne diesen ganzen Tumult, der da ist. Ich habe da auf so einem Klimakongress gespielt, irgendwie ganz komische Situation. Es war auch keiner da. Das Bier war gut und die Kräne waren interessant. Ich bin eigentlich durch mit meiner Platte. Also die kam jetzt ja schon im Januar, jetzt haben wir ja schon September. Und jetzt geht es im Oktober noch mal ein bisschen auf Tour für ein paar Tage und dann war's das. So und ich habe noch so ein anderes Projekt, so ein Techno-Projekt, Bratze heißt das, und da arbeiten wir schon an neuen Sachen und das kommt dann im Frühjahr halt wieder. Ich mache das immer so im Jahreswechsel. Das eine Jahr das andere Jahr das. Da wo die Schiffe fahren. Dankeschön für die Einladung.